Auffahrunfälle gehören laut der ADAC-Unfallforschung neben Kreuzungsunfällen zu den häufigsten Unfallursachen mit schwer verletzten oder getöteten Personen. Dies muss in der heutigen Zeit aber nicht mehr sein. Notbremsassistenten in Pkw bieten einen hohen Sicherheitsgewinn für die Insassen. Daher hat der ADAC in einem Vergleichstest autonom eingreifende Notbremsassistenten auf deren Wirksamkeit überprüft. Wir haben zum einen darauf geschaut, wann erfolgt denn eine Kollisionswarnung, wie effektiv ist diese Kollisionswarnung, aber auch, wie viel Geschwindigkeit denn abgebaut wird, wenn so ein System eingreifen muss und selbstständig die Bremsen betätigt, um den Fahrer vor einer Kollision zu schützen. Bei dem Versuch wurden 10 Fahrzeugmodelle aus verschiedenen Fahrzeugklassen verglichen. Im Test mit dabei waren der VW Touareg, der BMW 750i, der Lexus GS 250F, der Honda Civic, der Opel Insignia, der Mercedes B180, der Audi A6, der Ford Focus, der Volvo V40 und der Mercedes C350. Bei einem simulierten Auffahrunfall hat der ADAC die im Ernstfall lebensrettenden Systeme unter die Lupe genommen. Die Effektivität der Notbremsassistenten wurde in verschiedenen Fahrmanövern mit unterschiedlichen Fahrgeschwindigkeiten getestet. Geprüft wurde, wie das Testfahrzeug auf vorausfahrende Fahrzeuge reagiert. Zum Beispiel, wenn der Vordermann mit gleichbleibender Geschwindigkeit fährt oder sogar plötzlich bremst. Bei einem dritten Test wurde das Bremsverhalten auf ein stehendes Fahrzeug überprüft. Getestet haben wir mit einer eigens dafür entwickelten Fahrzeugattrappe, welche den realen Eigenschaften eines Fahrzeugs nachgebildet wurde. Dadurch können wir reproduzierbar und beschädigungsfrei die Systeme testen, also bis zur Kollision auffahren und schauen, wie viel Geschwindigkeit wird am Ende abgebaut. Zudem haben wir hochgenaue GPS-Messtechnik verbaut, um Kollisionszeitpunkte und Geschwindigkeitsabbauten zu erfassen. Um den bremsenden Fahrer darzustellen, haben wir einen Bremsroboter eingebaut. Der Bremsroboter kann sehr genau und sehr reproduzierbar das Fahrerverhalten nachbilden, wodurch wir sämtliche Fahrzeuge sehr genau miteinander vergleichen können. Alle 10 Fahrzeuge konnten bei dem Test einen hohen Sicherheitsgewinn durch die Vermeidung von Auffahrunfällen nachweisen. Die Experten vergaben 3-mal die Note sehr gut, 3-mal gut und 3-mal befriedigend, aber leider auch 1-mal ausreichend. Das Ergebnis des Vergleichs zeigt, dass alle Systeme die Verkehrssicherheit enorm erhöhen. Was sie auch festgestellt haben, ist, dass die Hersteller auch aufgrund des im letzten Jahr bereits durchgeführten Vergleichs die Systeme weiter optimiert haben und die Wirksamkeit verbessert haben. Auch wenn alle Modelle mit ihrem System die Sicherheit im Straßenverkehr erhöhen können, gibt es einen Testsieger. Die Ergebnisse des neuen BMW 7er sind hervorragend. Er leistet sich in keinem der abgeprüften Punkte Schwächen und kann dadurch den Gesamtsieg einfahren. Aber auch der Volvo V40 und die Mercedes C-Klasse überzeugen durch sehr konstante Ergebnisse und können ebenfalls sehr gute Ergebnisse einfahren. Auf dem letzten Platz des Vergleichs landet der Ford Focus. Er hat noch keine so effektive Kollisionswarnung wie die Konkurrenten und auch bei der autonomen Bremsung kann der Focus noch nicht ganz überzeugen. Das Problem beim Focus ist, dass nur eine autonome Bremsung eingeleitet wird, wenn der Fahrer aktiv den Fuß vom Gas nimmt. Andere Systeme greifen hier ohne Fahrerreaktion ein und können so Kollisionen vermeiden. Das Fazit des Tests ist, dass Notbremsassistenten die Sicherheit beim Autofahren um ein Vielfaches erhöhen und das Risiko eines Auffahrunfalls enorm vermindern. Daher fordert der ADAC: Der Gesetzgeber hat schon den Schritt in die richtige Richtung getan. Denn ab dem Jahr 2014 müssen alle neu zugelassenen Lkw serienmäßig mit einem Notbremssystem ausgestattet sein. Der ADAC fordert deshalb, dass der Gesetzgeber auch im Pkw-Bereich Kollisionswarnsysteme und Notbremsassistenten verpflichtend einführt. Doch trotz all der Technik steht die Aufmerksamkeit des Fahrers weiterhin im Mittelpunkt. Wer defensiv fährt und immer genügend Abstand zu Vorausfahrenden hält, ist und bleibt am sichersten unterwegs.